So. Das hier ist wirklich rührend. Tanzen ist Lebensfreude. Als Säugling im Mutterleib reagieren wir auf Musik und auch Jahre später, wenn der Körper und der Kopf nicht mehr so gut können, ist Tanzen eine wahre Medizin. In Dresdtiefenbach bei Netphen tanzen Menschen mit und ohne Demenz. Einen schönen guten Tag. Ich darf Sie wieder alle ganz herzlich bei uns hier in der Tanzschule begrüßen. Ich habe wieder einige Sachen für Sie vorbereitet. Sie für Susanne Tupek von der Tanzschule ist es jedes Mal ein leichtes Spiel, die Menschen auf die Tanzfläche zu bekommen. Margarete aus Netphen ist das erste Mal hier. Rote Lippen, Margarete ist 82 Jahre alt und mit ihrer 84 Jahre alten Freundin Anni gekommen. Weil wir immer schon so tanzbegeistert waren und jetzt durch so verschiedene Einschränkungen nicht mehr so gut tanzen können, aber wir sind dabei. Tanzen ist Lebensfreude pur, würde ich sagen. Freier. Und wir machen das, was wir noch können. Und wir kennen uns auch schon 60 Jahre. Tanz mal wieder, ein kostenfreies Angebot der Alzheimer-Gesellschaft und der Städte Netphen und Hilchenbach. Ein Angebot der Teilhabe für Menschen mit und ohne Demenz. Wer hier was ist, das kann man nicht auf Anhieb erkennen. Ja, das ist sehr schön. Also wenn wir Gäste haben, die noch nie hier waren, ist das schon auch so, dass man, also dass Gäste erst mal gucken, wer hat denn hier eine Demenz, wer hat keine. Und irgendwann hört man auf sortieren. Ja? Also es ist einfach ganz normal und jeder tanzt mit jedem und so soll das eigentlich sein. Ob mit oder ohne Demenz, ein Päuschen brauchen alle zwischendurch. Machen wir mal wieder einen Tanz im Sitzen. Und zwar habe ich diesmal ein Stück ausgesucht, das heißt Küss mich, halt mich, lieb mich. Küss mich, halt mich. Das ist Rudolf, genannt Mr. President. Er lebt im Pflegeheim in Siegen und ist 91 Jahre alt. Er ist mit seinen Mitbewohnern und seiner Pflegerin hier und wird gleich noch eine flotte Sohle aufs Parkett legen. Kommen Sie öfter zum Tanzen hierhin? 50 Jahre nicht mehr getanzt. 50 Jahre her. Wirklich? Ja, ja, das ist so. Ja. Haben Sie denn gerne getanzt? Früher ja, wo man noch jung war. Sind wir über die Zäune, Bäume hochgeklettert, wa? Ja. Tanzen ist gut für die Seele, für alle Menschen. Hier bei Tanz mal wieder steht der Spaß im Mittelpunkt und die Berührung. Für Menschen mit Demenz bedeutet es aber noch viel mehr. Das Tanzen ist natürlich für Menschen, die früher getanzt haben, auch ein Trigger. Also da kommt dann viel. Also das erleben wir auch in den Gesprächen während des Tanzens. Und das ist natürlich ein unglaublich tragendes, gutes, positives Gefühl. Das hält über diesen Tag hinaus, hält das an. Wie lange tanzen Sie denn schon? Heute? Nee, in Ihrem Leben. Ich bin 88. Ehrlich? Und seit wann tanzen Sie so gut? Gut? Ja. Wann haben wir angefangen? Mit 17. Darf ich bitten? Ja. Wurde früher immer gesagt. Das war jetzt wohl sehr formvollendet. Es geht zum letzten Tanz für heute von Mr. President und seiner Tanzpartnerin. Jetzt haben wir bewiesen, dass wir das so können. Ja, das mache ich aber auch. Tanzen eleganter als ich.